tut sich was beim EU-Gipfel zur Flüchtlingskrise in Brüssel. Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs haben sich grundsätzlich auf einen gemeinsamen Grenz- und Küstenschutz mit Einbindung der Türkei geeinigt. Details würden aber noch geprüft, heißt es. Schon vor Beginn des Gipfels hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel eine klare Marschrichtung in der Flüchtlingsfrage vorgegeben. Wir werden darüber sprechen, wie wir illegale Migration reduzieren, und zwar stark und deutlich reduzieren. Dabei sollen auch die bisher unsolidarischen EU-Länder mit ins Boot geholt werden.